Ja, in meinem zweiten Video möchte ich gern etwas näher die Twino-Webseite beleuchten. Das ist ja auch eine sehr beliebte P2P-Plattform. Wenn man sich dort eingeloggt hat, dann wird man erstmal mit diesem Bildschirm begrüßt und da ist auch schon relativ viel zu sehen. Der Kontowert von dem Kapital, was ich dort im Moment habe, ich habe eine bestimmte Rendite erwirtschaftet nach der XIRR. Kalkulationsmethode, die stimmt auch in etwa mit dem überein, was ich mir da berechnet habe. Dann sieht man hier in der ersten Spalte, was ist derzeit investiert, was steht an Geldmitteln zur Verfügung, was habe ich an Kapital aufgebracht. Wie immer habe ich etwas mehr eingezahlt und schon mal 10 Euro abgehoben, um zu schauen, ob das auch funktioniert hat. Wunderbar geklappt. Dann habe ich bestimmte Menge an Zinsen erhalten und hier als einzige andere Position Währungsschwankungen. Das sind die Darlehen in Russland, die in Rubel laufen. Vermeide ich im Allgemeinen, aber habe ich mal probeweise gemacht. Da hat man etwas mehr Zinsen, aber dann auch eben so ein Währungsrisiko. In der zweiten Spalte kann man sehen, was an Darlehen verfügbar ist. Also der kleinste Teil, 13%, ist im kurzläufigen Bereich. Ein größerer Teil läuft 12 Monate oder mehr. Im Durchschnitt bin ich bei 10,56 Monaten Laufzeit. So war es ursprünglich und jetzt, wenn man schaut, wie es jetzt ist, wenn also ein Teil der Darlehensschuld schon abgetragen wurde, dann ist das eben von der 12 Monate etwas nach vorne gerutscht auf 4 bis 11 Monate und im Schnitt, wenn ich jetzt alles neu investieren stoppen würde, wäre ich nach 8,6 8 Monaten wäre dann der Durchschnitt, sprich die Hälfte, wieder zurückgeflossen, so würde ich das verstehen. Dann gibt es drei verschiedene Strategien hier drauf, was die Rückzahlungsverpflichtung angeht. Es gibt also so eine Buyback-Garantie, eine Zahlungsgarantie und das, was Twino Ventures nennt. Buyback bedeutet, wenn das Darlehen in Verzug gerät, dann kauft Twino das zurück. Und zahlt mich aus. Bei der Zahlungsgarantie übernimmt Twino im Verzögerungsfall die Zahlung von Tilgung und Zins. Das heißt, das Darlehen läuft trotzdem weiter über die Laufzeit, aber die Zahlungen kommen nicht mehr vom Kreditnehmer, sondern von Twino. Und Ventures sind im Allgemeinen Immobiliendarlehen, wo also keine Garantie von Twino dahinter steckt, aber eben Sicherheitsleistungen, sprich Hypotheken, der Kreditgeber. Das habe ich, lasse ich eben auch zu, da bin ich auch mit engagiert. Und hier kann man jetzt schauen im Portfolio, wie ist die Verteilung, wo ist T, ist also diese Buyback-Garantie, PG ist die Zahlung, Payment Guarantee, die Zahlungsgarantie und dieser Häkchen bedeutet, das sind die Ventures. Zum Glück ist hier bis auf 2,06% oder in Euro 46 noch nichts im ausgefallenen Status, aber wie gesagt, bei diesen ersten beiden Garantien wird das dann von Twino oder dem Darlehensvermittler übernommen. Natürlich ist immer was in verlängert und verzögert, das ist völlig normal und die Kreditnehmer haben auch häufig die Möglichkeit, eben dieses Darlehen zu verlängern und später zurückzuzahlen und müssen dafür natürlich dann auch weiterhin die Zinsen bezahlen. Das soll mir aber auch recht sein. Ja, der durchschnittliche Zinssatz bei Twino ist jetzt nicht so abstrus hoch. Bei den Krediten mit Buyback-Garantie 10%, da wo Twino die Zahlungsgarantie übernimmt, sind wir bei knapp über 9%. Und in den Ventures bei 9,95, also in etwa im Mittel bei 9,5, wenn man das mit den gewichtet. Der größte Teil liegt ja hier auf den Zahlungsgarantie-Darlehen, die etwas niedrigere Zinsen haben. Ja, also 9 bis 10% ist das, was man da bei Twino erwarten kann, solange man nicht in die russischen Darlehen geht. Investieren kann man über manuell oder über Autoinvest. Das sind hier meine Autoinvest-Darstellung, Einstellungen. Man kann den Zinssatz einschränken, man kann die Laufzeit einschränken, man kann Länder ein- und ausblenden.
Ich bin, habe das jetzt nicht gemacht. Wir haben hier eine, haben hier als Länder Lettland, Polen, Russland, Kasachstan und Vietnam. Und man kann auch eben diese verschiedenen Leistungen beziehungsweise Gewährleistungen von Twino oder der Kreditgeber an- und abwählen und sagen, ich möchte nur Buyback und Payment-Garantie-Darlehen haben oder ich gehe auch mit in die Ventures hinein. Man kann sich auch in verlängerte und verzögerte Kredite einkaufen, das habe ich jetzt abgeschaltet. Und ich nehme auch keine Kredite mit Währungseinfluss. Das ist häufig bei den Russischen so. Dann hat man etwas niedrigere Zinsen, wie ich das schon mal gesagt habe. Man kann sehen, nach diesen Einstellungen, die ich hier vorgenommen habe, sind in den letzten 30 Tagen 17 Millionen neue Darlehen aufgelaufen. Also ja, da ist reichlich Volumen vorhanden. Man kann, wenn ich es richtig weiß, auch mehrere Portfolios erstellen. Ich habe jetzt hier eines. Das reicht mir jetzt auch. Man könnte auch mehrere machen, die man immer gegenseitig mal an- und abschaltet und aktiv und passiv schaltet. Das ist jetzt aber auch nicht meine Zielrichtung. Bei den Ventures, wenn wir da mal schauen, da sieht man so mehrere im Moment aktiv angebotene Immobilienprojekte, in die man dort investieren kann. Dann haben sie auch noch ein Wohltätigkeitsprojekt, was aber jetzt, glaube ich, abgelaufen ist. Und das ist dann so ein bisschen ähnlich wie bei Estate Guru. Also Twino mixt eben Kurzlaufkredite und hat eben auch immer mal Immobilienkredite dabei, die dann entweder durch Bürgschaften von Twino oder des Kapitalnehmers, also des Darlehensnehmers, über Hypothekeneintragungen gesichert sind. Ja. Das ist zumindest eine interessante Dazumischung. Man kann auch manuell investieren, indem man nicht auf die Automatismen geht und sich dann nach den Kriterien, die hier stehen, Darlehen aussucht. Da gibt es im Moment nicht allzu viel und dann manuell sozusagen investiert. Ich lasse es eben lieber mischen. Ja. Schaut man sich dann noch an, was ich zum Beispiel jetzt hier investiert habe, sieht man, dass man hier eine bunte Mischung verschiedener Länder, verschiedener Ratings hat. Man sieht die Laufzeiten, das ist also ein Monat, das sind 12 Monate und wann hier eingestiegen wurde und wann die nächsten Zahlungen zu erwarten sind. Entschuldigung, das ist diese Spalte. Und was ist noch offen? Welche Einnahmen hat man schon mit dem Darlehen gehabt? Und in welchem Stadium befindet sich das jetzt? Also können wir mal hier nach hinten springen. Da haben wir 8 bis 10% da. Hier hinten stehen die Einnahmen, die ich schon gehabt habe. Und hier steht, was noch vom Darlehen offen ist. Bei den Ventures wird häufig erst endfällig bezahlt. Das heißt, da wird die Tilgung erst nach 12 Monaten geleistet. Deswegen stehen noch die ganzen 50 Euro, die ich investiert habe, hier offen. Das ist auch wieder so ähnlich wie bei Estate Guru Darlehen. Man kann das einzelne Darlehen hier verkaufen. Wenn ich das richtig weiß, verliert man aber die Zinsen, die dann aufgelaufen sind, und bekommt das Kapital abzüglich einer Gebühr erstattet. Ich möchte jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ich glaube, so ist es aber. Man kann hier Kontoauszüge abrufen. Man kann sich auch den Cashflow vorgeben lassen, also in diesem Monat erwarte ich noch 20 Euro, im Oktober 21, dann wieder 20 Euro, 19,68 € im Dezember und auch die Rückzahlungen liegen also hier bei 200, 300 €, die ich aber im Moment auch wieder neu investiere. Das kann man eben ein- und abschalten und kann dann eben entweder die Geldmittel sich so ansammeln lassen, wie das hier steht, oder wieder neu investieren, je nachdem, wie man das plant. Man kann sich dann Bescheinigungen ausdrucken, kann das auch für das Folgejahr hier in Planung anschauen. Nicht, dass man was erwarte ich nächstes Jahr an Rückzahlungen und an Zinsen und so dass am Ende nach weiteren 12 Monaten dann auch wirklich alles wieder auf dem Konto stehen würde. Ja, Freunde werben, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Man kann hier auf solche Links verschicken, wo dann wieder andere Leute sich anmelden und man bekommt dafür einen Bonus. Hier kann man könnte man dann meine Profildaten einsehen, das zeige ich jetzt hier auch nicht. Und
Das sind so die Hauptfeatures, die man jetzt hier bei Twino hat. Vielleicht ist noch interessant, bei den Investitionen kann ich hier noch für jedes Darlehen einen PDF-Kreditvertrag aufrufen. Das mache ich jetzt ja auch nicht. Da kann man dann noch etwas zum Darlehensnehmer und erfahren und kriegt dann nochmal die Darlehensbedingungen pro Kreditvertrag in einem PDF. Könnte man sie abspeichern, aber im Moment scheint mir das nicht wirklich wesentlich zu sein. Ja, eine schöne Webseite, die Twino hier hat und sehr gut funktionabel. Twino ist jetzt auch dabei, in, ich sage jetzt mal, Lettland, ich glaube, es ist Lettland, eine Lizenz zu bekommen. Da gibt es einen Lizenzprozess. Dazu muss der Investor auch mehrere Fragen beantworten, damit er in eine bestimmte Risikoklasse einsortiert werden kann. Das Twino gibt es auch schon länger. Ich würde sagen, das gehört mit zu den sehr professionell gemanagten P2P-Webseiten. Kann man, ja, ich muss wieder sagen, ich will es nicht empfehlen, aber man kann sagen, es gibt hier im Moment nichts, warum man hier vor zurückschrecken sollte oder hier nicht investieren sollte. So würde ich das mal formulieren. Die Zinsen sind nicht super top, aber angemessen für das, was hier auch an Garantien und so weiter geboten wird, so würde ich das mal beschreiben. Ja, das soll mal ein Einblick und Überblick über Twino gewesen sein.